Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Katholisch sozialisiert von Kindesbeinen an, sie wollte dann Religionslehrerin werden wie ihre Eltern, ist dann aber doch Gemeindereferentin geworden. Haben wir gestern drüber gesprochen. Jetzt ist sie wieder in der Leitung, Felicitas Hecker. Sie haben jeden Tag Begegnungen mit Menschen, natürlicherweise in diesem Beruf. Gibt es darüber hinaus vielleicht Prominente, die Sie gerne mal sprechen würden? Würde Ihnen da jemand einfallen? Ja, wenn ich überlege, ist es keine Person unserer Zeit, sondern ich habe im Ursprung auch mal Geschichte studiert. Mhm. Von daher gesehen interessieren mich auch historische Persönlichkeiten und bei mir wäre es Sophie Scholl. Vor dem Hintergrund... Widerstandskämpferin. Genau, aus der Weißen Rose, aus dem Nationalsozialismus. Ich sag mal, das ist so ein Thema, was uns ja im Moment auch sehr stark in der Politik beschäftigt, so die Tendenzen, die wir wieder haben aus diesen Zeiten. Und ja, und dann hätte ich ganz gerne manchmal von Ihren Rat, ne, wie kann man eigentlich auch christlich leben. Sie hat es auch aus ihrem christlichen Bewusstsein getan, dass sie sich mutig gegen das gestellt hat, was eben auch nicht richtig war. Mhm. Ihr Mut ist leider nicht belohnt worden. Mit 22 Jahren ist sie hingerichtet worden. Auf ein Treffen mit ihr müssen Sie leider verzichten, auf andere Dinge aber vielleicht nicht. Auf was möchten Sie ungerne verzichten? Ja, es gibt ja immer so diese Frage, die einsame Insel, was nehmen Sie mit? Und mir wäre wichtig Familie. Jetzt bin ich selber nicht verheiratet, habe keine Kinder, aber ich habe eine Schwester, die hat 4, drei Neffen und eine Nichte. Und ich sag mal, es ist mir wichtig, diesen Kontakt zu diesen Kindern, zu diesen jungen Erwachsenen, muss man mittlerweile sagen, zu haben. Es ist einfach bereichernd, die junge Generation, was hat die für Ideen, was bringt die mit? Und manchmal hilft es mir tatsächlich auch beruflich, wenn ich mit Messdienern was unternehme, frage ich schon mal die, was macht Jugendlichen von heute Spaß, dass sie mir dann auch Tipps geben können. Und sie sind selber christlich sozialiert, so in der DPSG, in der Pfadfindergruppe. Und genau, von daher gesehen passt das dann auch ganz gut. Und die würden Sie alle auf eine Insel mitnehmen? Genau. Ab wie vielen Tagen wird es dann zu viel? Ja, vielleicht denen mehr als mir. Okay, dann sprechen wir jetzt über das heutige Markus-Evangelium, wenn wir es gehört haben. Es kommt einem ein bisschen vor wie ein negatives Menschenbild, was Jesus da zeichnet. Und da frage ich Sie dann gleich zu. Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit rief Jesus die Leute zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, macht ihn unrein. Er verließ die Menge und ging in ein Haus. Da fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses rätselhaften Wortes. Er antwortete ihnen: Begreift auch ihr nicht? Versteht ihr nicht, dass das, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Weiter sagte er: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, schreibt hier der Evangelist Markus. Frau Hecker, hat Jesus ein negatives Menschenbild, wenn alles Unreine von innen kommt?
denke mal, das ist meistens bei Bibelstellen so. Wir hören sonntags oder jetzt eben auch werktags immer ja immer nur einen Ausschnitt aus dem Evangelium. Und Evangelium ist aber immer auch kontextgebunden. Und worum ging es in dem Kontext? Die Frage mit den ungewaschenen Händen. Und da geht sicherlich die Kritik von Jesus hin, so dieses Äußere, diese äußeren Merkmale penibel einzuhalten, die gewaschenen Hände. Das ist eigentlich so seine Kritik, die er aussprechen will, so nach dem Motto, achtet auf das Äußere und vergesst das Innere, ist oft so die Meinung der Welt. Und er sagt natürlich genau das Gegenteil. Was kommt aus dem Herzen, was kommt wirklich aus dem Herzen? Und wenn man vielleicht so auf sein Umfeld guckt, er hat bei den Jüngern und Jüngerinnen nicht die ausgewählt, die besonders schön, die besonders gut situiert waren. Das waren oft einfache Leute, die wirklich Handwerker waren und sich vielleicht auch in die Niederung begeben haben. Fischer, ne, ganz einfache Leute. Und er hat sie berufen, weil er aufs Herz geschaut hat. Und ich glaube, das steckt dahinter. Heute ist bei Tätern oftmals die Rede davon, dass sie durch ihr Umfeld so geworden sind. Spricht Jesus hier nicht in eine völlig andere Richtung, nämlich dass jeder für das, was er tut, selbstverantwortlich ist? Ja, Jesus würde wahrscheinlich sagen, ich bin kein Jurist, ich bin jemand, der Gott sucht. Und ein Jurist muss natürlich schauen, was ist eine Strafe, wie geht man damit um, was ist eine Straftat. Aber das ist nicht seine Blickrichtung. Er ist ja derjenige, der nicht eigentlich von Schuld sprechen will, sondern wenn er von Schuld spricht, eigentlich nur in dem Zuge, dass er die Menschen zu Gott führen will. Und deshalb hat er nicht so diesen juristischen Blick auf die Welt, sondern er möchte derjenige sein, der eben die Menschen zu Gott bringt, das Evangelium verkündet und die Menschen ändern will. Und er sagt an einer anderen Stelle, sagt er ja, die ist ja auch relativ bekannt, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also er unterscheidet da, denke ich mal so, zwischen weltlichem Denken und ja, ich sage es jetzt mal, theologischem Denken. Und das ist ihm so sein Herzensanliegen. Und er möchte, denke ich mal, wenn man so ein Bild haben will, des Telefonhörers sein. Also Gott sucht das Gespräch, aber wir als Menschen müssen den Telefonhörer selbst in die Hand nehmen. Und das, denke ich mal, ist so seine Aussage, die er treffen will. Ein schönes Bild von Felicitas Hecker, Gemeindereferentin aus dem pastoralen Raum Soest. Und wenn Köln morgen Kopf steht, dann sind Sie hier mit Verena Tröster verbunden. Vielen Dank für heute, Frau Hecker. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen 7:45 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.